Günthers Idealismus war ansteckend. Na, weißt du, was wir dort hin, war oft sein Einleitungssatz. Und darauf folgte dann meist ein Schwall von Ideen, mit denen, weil unkonventionell und hochgradig innovativ, niemand auch nur ansatzweise gerechnet hatte. In seinem kleinen schwarzen Büchlein hatte er dazu bereits mit seinem kalligraphischen Füller viele Details notiert. Auf die komplexesten Themen hatte Günther stets Antworten parat und seine Vorträge waren legendär. Niemals belehren wollte er, lehren schon gar nicht, das sollen Historiker, meinte er. Sein Metier war die Begeisterung. Wenn er erzählte vom Krieg in den Dolomiten, vom Einsatz der Freiheitskämpfer, von den Aufgaben der Schützen und vom Streichholz, das allein nichts ausrichten kann, aber gemeinsam mit anderen zur Flamme wird und am Ende ein prächtiges Bergfeuer ergibt, das weithin leuchtet, und wer auch immer nur einen seiner Vorträge jemals erlebt hat, weiß, wovon die Rede ist. Und immer, wenn er bei mir mit einem neuen Manuskript aufgetaucht ist, dann leuchteten seine Augen. Ein jedes seiner Bücher, das war für ihn von vornherein klar, musste junge Leute zum Nachdenken anregen, musste sie begeistern, musste eine Werbeschrift sein für unsere gemeinsame Sache. Eine Kampfschrift, wie er sie liebevoll und gleichzeitig mit Nachdruck nannte. Im Jahr 1966 in Bruneck geboren, aufgewachsen zusammen mit seinen vier Geschwistern in Aufhofen, hat er sich schon sehr früh für die Heimat eingesetzt. Beim Heimatbund, bei den Schützen und überall dort, wo man sich für die Heimat einsetzen konnte. Die Heimat braucht dich, war sein Motto, das er immer wieder an andere weitergab. Und über all die Jahre herauf hat er dabei Zusammenhänge kennengelernt, teils brisante Details, die einem ohne ihn verschlossen geblieben wären. Auch im Kreis der Bundesleitung war er ein wichtiges Mitglied. Dort vertrat er unsere, dort vertrat er seine ladinischen Kompanien, dort gab er aber auch grundlegende Impulse. Unermüdlich recherchierte er, stöberte er in Archiven und es war ihm geradezu eine Freude, wenn wir ein exklusives Bild aus seinem Fundus verwenden konnten. Dann sagte er in selbstloser Manier, und draufschreiben tun wir Südtiroler Schützenbund, Archiv Südtiroler Schützenbund. So war er, das war sein Selbstverständnis, so selbstlos hat Günther gewirkt. Nie auf sich selbst bedacht, immer nur das gemeinsame Ganze im Blick. Lange Zeit wusste ich nicht einmal, dass Günther eigentlich ladinischer Muttersprache war. Ich erinnere mich genau, wie er mir auf Nachfrage erklärt hat, dass seine Träume alle ladinisch sind. Wovon sie handelten, musste er mir gar nicht sagen. Günther war Tiroler durch und durch. Und es war für ihn auch selbstverständlich, wenn die Zeit gekommen war, für seine Familie da zu sein. Deshalb zog er sich vor einigen Jahren aus der Bundesleitung zurück, um seine Zeit vermehrt den drei Buben und seiner geliebten Gattin zu widmen. Günther blieb aber trotzdem ein zuverlässiger Ansprechpartner, ein Freund, ein Mitkämpfer. Und wann immer man ihn brauchte, war er da mit neuen Ideen, neuen Projekten, immerwährender Tatkraft. Bei einem Vortrag, den er in Farn im vergangenen Oktober vor jungen Schützen und Marketenterinnen gehalten hat, hat er gemeint, ich verspreche, jederzeit, immer, heute, jetzt, morgen, hier, überall, für meine Familie, für meine Kameraden,
für mein Dorf, für mein Tal, meinen Glauben, für unsere Geschichte, für unsere Kultur, für unsere Sprache, für unser Volk, für unsere Heimat da zu sein. Das alles heißt es, ein Schütze, eine Marketenterin zu sein. Lieber Günther, deine Worte werden uns Vermächtnis sein, auf das deine Träume, auf das unsere Träume wahr werden. Wo immer du jetzt bist, du wirst uns dabei unterstützen, das wissen wir, weil es immer deine Art war. Vierte Günther und vergelt's Gott.